Glückwunsch auch, dass du am Sonntagmorgen hier dabei bist. Denn du gehörst zu den, ja, ich sag mal 10% der Menschen, die sich jetzt nicht zufrieden geben möchten mit den Dingen, die gerade da im Außen geschehen, ohne näher darauf einzugehen. Die Sonja, guten Morgen. Ohne näher darauf einzugehen, du weißt, was ich meine. Du gehörst zu denjenigen, die vielleicht auch gerade jetzt aufgrund der besonderen Situation frei leben wollen. Denen vielleicht jetzt bewusst geworden ist, mehr denn je, wie hilfreich unterstützen, das sind so die falschen Worte, mir fallen aber gerade keine anderen Worte mehr ein, wie grenzgenial es einfach ist, ein selbstbestimmtes, freies Leben zu leben. Adriana, wunderschönen guten Morgen. Ja, gerade in der jetzigen Zeit. Und da geht es darum, dass du deinen eigenen Weg findest. Und da geht es also aus meiner Sicht, ich teile hier nur die Dinge mit dir, die mir geholfen haben, ein freies, selbstbestimmtes Leben mir zu gestalten. Und das bin in das in dieses Leben bin ich ja tatsächlich letztes Jahr so richtig erst gestartet mit dem Umzug hier nach Zypern im Januar bzw. Februar. Und da hat mein Kopf auch rebelliert, diese besondere Situation, die da gerade so anfing, wo auch ich nicht zuordnen konnte, ist das jetzt wirklich was Ernstes oder ist das nichts Ernstes oder wie auch immer. Da hat mein Kopf natürlich auch rebelliert und mir gesagt, was machst du da jetzt? Jetzt meldest du dich in Deutschland ab, du hast deine Stelle gekündigt im öffentlichen Dienst nach 30 Jahren, gehst da freiwillig raus und oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt, ja? Und das ist ja etwas, was wir so beigebracht bekommen haben, so dieses Sicherheitsdenken, wobei es nur ein vermeintliches Sicherheitsdenken ist, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, monatlich ein sicheres Einkommen oder so rum. Nur über einen sicheren Arbeitsplatz ein monatlich sicheres Einkommen zu generieren. Und letzten Endes geht es dir wahrscheinlich genauso, wie es mir früher auch ging. Du fühlst dich auf gewisse Art und Weise fehl am Platz in dem Beruf, in dem Job, den du gerade machst. Nimmst ganz viel wahr im Außen, glaubst wahrscheinlich bei vielen Dingen auch, dass es deine sind. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass dich diese ganze Situation irgendwo auch belastet. Vielleicht ist dir bewusst, dass du sehr sensibel und wahrnehmend bist. Vielleicht würdest du dich sogar als hochsensibel bezeichnen, aber empfindest das bis eben eher als Last, weil du bis eben gar nicht wusstest, wie soll ich mit dem allem umgehen. Und da würde ich dich mal gleich dazu einladen, all die Dinge, die nicht zu dir gehören. Und du musst jetzt gar nicht wissen, was es ist genau. Wie wäre es? Wir sind jetzt im goldenen Zeitalter angekommen, in einer neuen Zeitqualität, die immer mehr schneller und höher schwingt. Und du gehörst ja auch zu denjenigen, die da mitschwingen wollen, die jetzt mutig ihren Weg gehen wollen, die selbstbewusst sich ihr Leben gestalten wollen, frei nach dem eigenen Herzen. Und wie wäre es, wenn du jetzt einfach dir vorstellst, all das, ohne genau zu wissen, was es ist, all das, was nicht wirklich zu dir gehört, das schickst du jetzt einfach mal weg, zurück zum Absender, und zwar zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Und da würde ich dich gleich mal dazu einladen, mal dreimal auszuatmen. Lass mal alles los, jetzt für den Moment, was nicht zu dir gehört. Was du bis eben noch mit dir rumgetragen hast, wo du vielleicht auch geglaubt hast, du musst es mit dir rumtragen, du musst etwas für andere tragen. Atme jetzt mal dreimal aus und schick mal alles weg, zurück zum Absender. Und wie geht's dir jetzt dabei? Schreib mir mal ein 1 ins Kommentarfeld rein, damit es hier rasch geht, dass ich weiß, dass sich jetzt auf irgendeine Art und Weise bei dir schon ein Raum aufgetan hat, wo du schon sagst, wow,
Ach, jetzt bin ich schon mal ein kleines Stück weit mehr bei mir angekommen. Jetzt weitet sich da irgendwo mal was. Schreib mal da gern mal ein Eins ins Kommentarfeld rein. Dann geht das ganz rasch hier. Da musst du nicht so viel schreiben. Bei einer Eins weiß ich, okay, ist was angekommen bei dir. Ja? So. Jetzt machen wir mal einen kleinen Rückblick nochmal zum Bewusstmachen, warum wir mit zunehmender Lebenserfahrung, nenne ich es jetzt mal so, absichtlich nicht mit zunehmendem Alter, ich habe so einen interessanten Glaubenssatz implementiert. Die Kinder werden älter und ich werde jünger. Adriana schreibt, danke für deinen Kommentar, mein Kopf weigert sich. Okay, danke für deinen Kommentar. Was machen wir da? Vielleicht geht es ja noch mehreren so, dass der Kopf sich weigert. Liebe Adriana und alle hier, die dabei sind, denen es vielleicht gerade ähnlich geht, die sich aber nicht getraut haben, da was zu schreiben. Dann setzen wir da mal nochmal an. Ich würde euch alle dazu einladen, jetzt, stell dir mal vor, all diese Barrieren, diese energetischen Mauern, die du um dich aufgebaut hast, wenn du die jetzt einfach mal runterfährst in Mutter Erde. Wir haben in frühester Kindheit angefangen, energetische Mauern um uns aufzubauen. Zum Teil, und da müssen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, nur mal ganz kurz zum Bewusstmachen. Zum großen Teil einfach auch aufgrund einer Art Selbstschutz. Weil wir so viele, und das ist keine Elternschelte oder Schelte gegenüber dem Außen, gegenüber dem Umfeld, gegenüber der Familie, die haben alle nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Sage ich jetzt einfach mal so. Aber wir sind da, haben viele Verletzungen erfahren, wir haben viel, und dazu gehörst du bestimmt auch, viel und oft geglaubt, wir sind hier irgendwie falsch. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht so, wie es meine innere Wahrheit ist, und haben angefangen, uns total zu verbiegen. Vielleicht findest du, ich spreche dich jetzt mal einfach an, Adriana, vielleicht findest du dich da insbesondere wieder. Dass du in frühester Kindheit oft gedacht hast, hier ist irgendwas falsch, mit mir ist was falsch, ich passe hier nicht hin, ich bin hier irgendwie am falschen Platz gelandet. Ja, ich kenne das nur zu gut aus meiner Kinderstube. Und dann haben wir so energetische Mauern um uns aufgebaut und haben auch, und da aus der Ecke komme ich hier auch, als ich dann angefangen habe, mich so ein bisschen der spirituellen Szene, sage ich jetzt mal, der esoterischen Szene auch zu öffnen und in der Richtung unterwegs war, weil ich einfach auf der Suche war und irgendwo Halt gesucht habe und Antworten gesucht habe auf Fragen, warum bin ich überhaupt hier, wo komme ich her, was soll das hier überhaupt alles, wo gehe ich hin, wenn ich den Körper wieder verlasse. Und so bin ich ja dann auch in so einer, ja, spirituellen Szene gelandet und habe da auch gelernt, mich schützen zu müssen. Einen Schutz aufzubauen. Das Ding ist nur, solange wir mit diesen Mauern rumlaufen, im energetischen Sinne, merken wir nicht, wie viele Dinge von außen auf uns zukommen, die in den Mauern und auf uns zugekommen sind, um es jetzt mal metaphorisch auszusprechen, die in diesen Mauern drin stecken. Die im übertragenen Sinne zu entzündlichen Prozessen führen, die dann tatsächlich auch beim Körper körperliche Signale hervorrufen, aber die vor allem auch auf der mentalen und emotionalen Ebene zu unterschiedlichen Symptomen führen. So, Adriana, das mal für deinen Kopf. Ich lade euch alle mal dazu ein, jetzt diese Mauern nur mal für einen Moment herunterzufahren. Einfach mal abzusenken in Mutter Erde. Und ich lade dich ein, dich nochmal dem Gedanken zu öffnen, dass du nicht dieser physische Körper bist, sondern du hast diesen physischen Körper. Du bist in Wahrheit ein unendlich großes geistiges Wesen, ein Energiewesen. Alles ist eine große Energie. Wir sind alle ein Teil dieses Ganzen. Und unter dem Kontext würde ich dich jetzt gerne mal einladen, dich auszudehnen in alle Richtungen, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten und nochmal Barrieren runter. Da geht noch mehr.
Einfach mal mit jedem Ausatmen noch mehr Barrieren runter. Und würde dich auch gerne dazu einladen, dich jetzt dem Gedanken zu öffnen, dass du für nichts und niemand anderen irgendetwas tragen musst. Es sei denn, du triffst die interessante Entscheidung, etwas für jemand anderen zu tragen. Schließ auch gern mal deine Augen, lass mal diese Worte auf dich wirken. Nochmal, ich würde dich gern dazu einladen, du musst für nichts und niemand anderen etwas tragen, sei denn du triffst die interessante Wahl, für jemand anderen etwas zu tragen. Und dann ist die Frage an dich, wem bist du wirklich ein Beitrag, wenn du für jemand anderen etwas trägst? Was dich belastet auf gewisse Art und Weise. Und letzten Endes nimmst du jemand anderem, um es mal so auszudrücken, sein Thema weg, das er eigentlich ja gerne lösen möchte, das seine Seele ja eigentlich gerne lösen möchte, aber es fehlt ihm an Energie. Und das meinte ich damit, zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Schick mal all das weg, was nicht zu dir gehört. Zurück zum Absender, zurück ans Universum, zurück zur Quelle allen Seins, da wo auch immer das Universum weiß, wo es hingehört, da wo auch immer es hingehört. Und erlaube deinem Kopf mal als Beobachter dabei zu sein. Und weniger als Herrscher. Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und wenn es dir nur gelingt, jetzt mal für diese halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die wir hier miteinander verbringen, deinen Kopf als Beobachter einzusetzen, öffne mal dein Herz dir selbst gegenüber. Nimm mal den Raum, in dem du dich befindest gerade, aber auch unseren gemeinsamen energetischen Raum hier mit deiner ganzen Präsenz ein. Und erlaube dem Kopf jetzt mal als Beobachter dabei zu sein. Adriana, wie geht's? Geht's besser? Hilft dir das? Ich lese gerade den Kommentar von meinem Schatzi. Sandra, schönen guten Morgen. Das stimmt genau. Perfekt. Danke, Adriana, für dein Feedback. Okay, gut. Dann nochmal zum Bewusstmachen, warum? Warum wir denn so wenig Mut haben, so wenig selbstbewusst, also uns selbstbewusst sind? Warum wir so viele Dinge abgelegt haben im Laufe der Jahre, die uns daran hindern, wirklich inzwischen als vom Passalter her erwachsene Menschen unseren Weg zu gehen. Und da will ich jetzt gar nicht tief in irgendwelche Themen einsteigen, nur mal kurz zum Bewusstmachen. Nicht nur, dass wir diese Mauern um uns aufgebaut haben, sondern das sind natürlich ganz viele Dinge über uns gestülpt worden. Denn Wahrheit, als wir so das Licht der Welt erblickten, und das ist der Grund, warum wir es morgens nicht erwarten konnten, wenn der neue Tag erwacht ist, in den Tag zu starten und Neues zu erleben, neue Dinge zu erschaffen. Wir wollten die Welt entdecken, wir wollten Dinge erobern, wir wollten Dinge erschaffen, wir wollten kreativ sein. Und das ist im Laufe der Jahre immer mehr und mehr verschüttet worden. Was auch dazu geführt hat, das, was unserer Natur eigentlich entspricht, dass wir morgens mutig in den Tag gestartet sind und mutig Dinge anpacken wollten, ohne etwas zu hinterfragen, ob es geht oder nicht. Wir wollten uns einfach ausprobieren. Aber diese ganzen Dinge, die wir dann im Laufe der Zeit gehört haben, das geht nicht, weil du kannst das nicht, du bist noch zu klein. Bei den anderen funktioniert das, aber bei dir nicht. Oder was auch immer. Ich mag da gar nicht so viel jetzt von mir geben. Du kennst da deine eigene Geschichte nur zu gut.
Und wie wäre es, wenn ich dich jetzt dazu einlade, dass du dich auch mal dem Gedanken öffnest, dass ein Großteil dieser Dinge, die du bis eben noch mit dir rumgetragen hast, an Mustern, an Prägungen, an Themen, wenn du die auch mal noch jetzt loslässt, einfach, wie wäre es, wenn es mit einer Entscheidung gehen könnte, dass du dich jetzt dafür entscheidest, all die Dinge, die nicht wirklich zu mir gehören, dass du die jetzt einfach mal auch loslässt. Und zwar immer zu deinem höchsten Wohle, wenn dir das hilft, und zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Und dann atme mal aus. Atme mal aus und nimm mal deinen Körper ganz liebevoll wahr mit dem Ausatmen. So, und was wir dann nochmal zum Verdeutlichen im Laufe der Jahre gelernt haben, ist, ein Leistungsbewusstsein zu entwickeln. Wenn ich was leiste, dann bin ich. Wenn ich was habe, dann bin ich. Da gehören natürlich dann auch so Dinge dazu, was wir im Umfeld gehört haben, hast du nichts, bist du nichts, oder im Elternhaus, mach mal die Augen zu und das, was du dann siehst, das ist deines oder so irgendwie, solche Dinge. Ja? Oder solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, habe ich hier das Sagen. Also haben wir anderen erlaubt, weil wir ja natürlich als Kinder keine andere Wahl hatten, die Macht über uns zu übernehmen. Und jetzt, meine Liebe, wie wäre es, wenn jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo du dir dessen bewusst bist und nochmal all deine Macht, deine Kraft, deine Energie, all das, was du jemals abgegeben hast an andere, auch nochmal zu dir zurücknimmst. Und da würde ich dich gerne mal einladen, mal einige Male tief einzuatmen. Atme mal tief und genüsslich ein, schließ gern auch mal deine Augen und stell dir mal vor, wie jetzt aus dem Universum, aus den Universen, aus allem, was ist, nochmal all das zu dir zurückfließt, was wirklich zu dir gehört, all deine Energien. Soweit dir das jetzt möglich ist, nimm das mal nochmal zurück zu dir. Atme mal tief und genüsslich ein. Durch die Nase. Stell dir mal vor, wie all die Energien, die tatsächlich zu dir gehören, die du irgendwann mal abgegeben hast, sei es in diesem Leben oder in einem früheren Leben, warum auch immer, wann auch immer, an wen auch immer, wie du das jetzt mal zu dir wieder zurücknimmst, indem du dir erlaubst, jetzt auch diese Energien zu dir zurückfließen zu lassen und sie mal ganz tief und genüsslich einatmest. Und dann stell dir mal vor, wie diese Energien nicht nur deinen physischen Körper durchfluten und durchpulsen, sondern auch über deinen physischen Körper hinausströmen, auf alle Ebenen deines Seins. Und gleichzeitig nochmal alle Barrieren, die vielleicht sich nochmal angefangen haben aufzubauen, wollen wir die nochmal runterfahren, Mutter Erde, und uns nochmal ausdehnen in unser unendlich großes Wesen, das wir ja in Wahrheit sind. Wow. Und jetzt bringe ich dir mal ein metaphorisches Beispiel noch, damit du mal wirklich ein Handling hast und weißt, was genau du tun musst, um jetzt anschließend tatsächlich mutig die Dinge anzupacken, die du gerne anpacken möchtest. Weil ich sage dir ganz ehrlich, weißt du, was mich manchmal so nachdenklich stimmt, wo ich so diese Man soll ja keine Warum-Fragen stellen, deshalb hadere ich jetzt gerade. Ich weiß, ich kriege da keine gescheite Antwort drauf. Aber was mir manchmal, ich sag's mal so, so ein bisschen in der Seele fast schon wehtut, und ich bin ja jetzt schon seit 16 Jahren hier in der Richtung unterwegs. Und habe schon so viele Menschen begleitet in ein freies Leben auch. Und noch viel mehr Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, die sich ja auch mal beworben hatten für eine Zusammenarbeit und so, die ihre Träume aufgeschrieben haben und letzten Endes sich dann aber nicht für eine Zusammenarbeit entschieden haben. Und wenn ich da bei dem einen oder anderen noch mal, ja, Nachfrage, wie geht's dir inzwischen oder so, wo ich mich erinnere, Mensch, da waren so viele große Träume da oder irgendwo es nochmal zu einem Gespräch kommt.
Und das ist etwas, was mir da manchmal tatsächlich in der Seele wehtut, weil ich weiß, wie viel mehr auch für dich möglich ist und wie viel große Träume du in dir trägst. Vielleicht träumst du auch davon, irgendwo im Süden zu leben, dich in Gefilden aufzuhalten, wo es in erster Linie warm ist. Oder vielleicht träumst du vom hohen Norden, keine Ahnung, von einem Haus irgendwo in Schweden, auf einer kleinen Insel oder was auch immer. Vielleicht träumst du davon, auch die Welt zu bereisen. Vielleicht träumst du davon, dir keine Gedanken mehr um Geld machen zu müssen. Vielleicht träumst du von einer glücklichen Familie, von glücklichen Kindern, von einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft. Was sind deine Träume, von denen du träumst? Und das ist etwas, was mich manchmal so ein bisschen traurig stimmt, wenn ich weiß, wie viel mehr möglich ist für das Gegenüber und wie wenig das Gegenüber sich dann erlaubt, diesen Träumen tatsächlich nachzugehen und manchmal sogar die Träume wieder begräbt, beerdigt, wieder Deckel drauf macht. Und das ist nicht das Leben, das ist nicht der Grund, warum wir da sind hier auf der Erde. Wir sind alle mal hierher gekommen, auch du, um die Lebensträume, die du in so einem unsichtbaren Rucksack mitgebracht hast, zu verwirklichen. Im Sinne von Selbstverwirklichung. Das steckt dieses schöne Wort drin, im Sinne von ich wirke. Und jetzt schau mal, heute Morgen malen wir mal ein bisschen. Das hier ist so bislang so der Kreis, ups, muss ich gucken, wie ich das richtig hinkriege, in dem du dich befindest. Das soll so ein bisschen dein bisheriger Lebenskreis, deine bisherige, nenn's gerne Komfortzone, in der du dich befindest, dein Lebensfeld darstellen. Und das sind dann so viele Dinge, die du mal verwirklichen wolltest und so viele Dinge, die du für selbstverständlich hältst, die in diesem Bereich da. Der Raum gibt es jetzt nicht her, deshalb mache ich nur Punkte hier rein, was du für normal hältst. Du hältst es für normal, dass du nur mit einem fremdbezahlten Job dein Geld verdienen kannst. Du hältst es für normal, dass das Leben eine harte Schule ist. Du hältst es für normal, dass zu wenig Geldenergie da ist. Du hältst es für normal, dass wenn man vom Passalter her älter wird, dass der Körper dann irgendwann körperliche Signale schickt. Du hältst es für normal, ja, dass Geldenergie begrenzt ist, habe ich schon gesagt, dass es jetzt vielleicht zu spät ist, noch neue Dinge anzupacken. Du hältst es für normal, dass es schwer ist, neue Dinge anzupacken. Du hältst es für normal, was halten wir noch so für normal? Dass gerade in der jetzigen Zeit es nicht möglich ist, sich ein freies Leben zu gestalten. Du hältst es für normal, dass es ganz schwierig ist, überhaupt neue Entscheidungen zu treffen. Und was auch immer, die Dinge, die du bis eben für normal hältst. Das ist so der Kreis, das ist so der Kreis, in dem du dich bewegst. So, jetzt Wahrheit. Da gibt es auch noch einen Kreis drumherum. Wenn das hier das gesamte Universum ist, wo es so viel mehr Möglichkeiten gibt. Weil wenn das nicht so wäre, würde es ja keine Menschen geben, die sich in diesem Feld hier aufhalten, die frei leben, die keine Geldsorgen haben, die keine gesundheitlichen Probleme haben, die morgens voller Freude in den Tag starten, die selbstbestimmt leben, die ein komplett freies Leben haben und, und. Und jetzt Wahrheit. Schau mal, wir kommen doch alle aus der gleichen Quelle. Ich nenne das gerne aus der Quelle allen Seins. Du, ich, jeder von uns. Mir ist noch niemand begegnet, der hier mit einem UFO hergekommen ist. Mag sein, aber mir ist noch niemand begegnet in der Richtung. Okay. So. Also es ist ja definitiv möglich, hier in diesen Bereich zu gehen. Was musst du dazu machen? Du musst einfach nur irgendwo mal eine Tür aufmachen und da durchgehen in diese Bereiche.
Du musst einfach im Grunde genommen die Tür aufmachen, aus deiner Komfortzone rausgehen und dich in diese neuen Bereiche begeben. Wie machst du das? Indem du wieder tatsächlich dir erlaubst, mal einen Stift zu holen und mal aufzuschreiben unter dem Tenor, wenn alles für mich möglich wäre, wie würde ich tatsächlich leben? Pack mal nochmal deine Träume aus. Pack mal nochmal die großen Ideen aus. Diese Dinge, von denen du früher mal geträumt hast, wo du bis eben dir vielleicht die Geschichte erzählst, naja, so wichtig ist mir das ja nicht. Weil letzten Endes, wenn du dir dessen bewusst wirst, was du wirklich erreichen möchtest in diesem Leben hier noch, warum du tatsächlich hier bist, was in diesem unsichtbaren Rucksack drin ist, den du mal mitgebracht hast, das ist letzten Endes der Motor, um tatsächlich auch diese Tür hier aufzumachen und deine Komfortzone zu verlassen und dich in diesen Bereich hier zu begeben. Weil bis dahin, wenn du nicht diese Tür hier mal aufmachst, im Grunde genommen ist vielleicht für Frauen schlechtes Beispiel, aber ich nenne es trotzdem, weil mir gerade kein anderes einfällt. Du hockst in einem Ferrari oder in einem Maserati, hast aber den Motor nicht an, geschweige denn, dass du mal aufs Gaspedal drückst, weil du dich einfach nicht traust, loszufahren, weil du auch im Grunde genommen gar nicht weißt, wo geht's denn hin. Und das meine ich mit Motor. Also das ist ein allererster Schritt, dass du dir mal wieder erlaubst, tatsächlich einen Stift in die Hand zu holen, auf ein Blatt Papier obendrauf zu schreiben, wenn alles für mich möglich wäre. Und da darfst du nochmal den Denker, den Kopf als Beobachter einsetzen. Wie würde ich leben? Ohne etwas zu bewerten, ohne etwas zu beurteilen und auch ohne etwas zu verurteilen. Und auch ohne zu denken, naja, das brauche ich ja nicht. Das braucht ja keiner, dich mit weniger zufrieden zu geben. Ich habe gestern so ein schönes Zitat gelesen. Wie im Hinblick auf unsere, ich krieg's Zitat jetzt nicht mehr hin, ich erzähl's dir, damit du weißt, worum es geht. Ich musste da so drüber lachen und schmunzeln, wie wenig oder wie wenig liebevoll wir tatsächlich mit unserem Körper umgehen. Ich habe eben gesagt, wir sind in Wahrheit unendlich große Wesen, Energiewesen. Wir sind ein Teil dieser Energie. Und unser Körper ist der Tempel, in dem unsere Seele wohnt. Und wie wenig liebevoll gehen wir tatsächlich oft mit unserem Körper um? Was meine ich damit? Wenn wir uns im Spiegel anschauen, wie sehr be- und verurteilen wir unseren Körper? So würden wir nie mit der besten Freundin sprechen, wie wir mit unserem Körper sprechen. Was stecken wir da manchmal rein, was überhaupt nicht zuträglich ist für unseren Körper? Wie sehr würden wir eigentlich gerne das Allerallerbeste im Hinblick auf Qualität, das Allerbeste für unseren Körper uns ermöglichen, im Hinblick auf die Kleidung, gute Kleidung tragen, aber auch uns das Allerbeste an Nahrung gönnen? Vielleicht auch, wenn der Körper es möchte, an Nahrungsergänzung, an Zusatzstoffen, weil einfach aufgrund verschiedener Gegebenheiten in unseren Nahrungsmitteln, auch wenn es Bio ist, teilweise nicht mehr das drin ist, was der Körper tatsächlich braucht. Und dann erlauben wir es uns nicht, dass wir uns mit weniger zufrieden geben. Eines der Dinge, warum ich mich viel lieber hier in südlichen Gefilden aufhalte, wo viel Sonne ist, ist aufgrund der Gesundheit, weil ich hier keine Supplemente nehmen muss im Hinblick auf Vitamin D, weil der Vitamin D-Haushalt auf natürliche Art und Weise gespeist wird. Das ist eines der Gründe, warum ich mich hier zum Beispiel auf Zypern auch so wohl fühle oder wir in erster Linie in Ländern unterwegs sind, wo viel Sonne ist.
Und was sind die Dinge, die du in dir trägst, wie du es gerne hättest, wenn alles für dich möglich wäre? Hättest du gerne, wenn wir es jetzt auf Deutschland beziehen, hättest du gerne auch einen Swimmingpool hinterm Haus, der im Winter beheizt ist, dass du auch im Winter kannst morgens ein paar Bahnen schwimmen? Oder keine Ahnung was? Oder würdest du lieber in einem schönen Häuschen komplett im Grünen, umgeben von Wald leben? Einem Natursee oder was auch immer. Schau mal, in diesen Bereich hier reinzugehen, wo du gerne hin möchtest, das Einzige, was dich davon abhält, da reinzugehen, ist, dass du nicht die Tür hier aufmachst und da einfach mal durchgehst. Das ist das Einzige. In keinem universellen Feld, in keiner Akasha-Chronik, in keinem früheren Leben steht geschrieben, dass du es ja jetzt nicht erlauben darfst, in diesen Bereich hier reinzugehen. Es sei denn, du verbietest es dir selbst. Und deshalb würde ich dich jetzt auch mal gerne dazu einladen, alle Gelübde, alle Versprechungen, alle mentalen Verstrickungen und emotionalen Verknotungen, alle Eide, die du jemals eingegangen bist, wo du dir in früheren Leben, da können wir jetzt viel drüber philosophieren, wir machen das jetzt hier mal pauschal, sonst wird das hier den Rahmen sprengen. Überall da, wo du mal dir geschworen hast, das passiert mir nie wieder, weil du in irgendwelchen Leben, in irgendwelchen Situationen oder auch in diesem Leben hier Dinge von anderen mitbekommen hast, sie für deine aufgenommen hast und dir deshalb nicht erlaubst, tatsächlich deine Komfortzone so zu verlassen, dass du in deinem freien Leben ankommst. Würdest du das jetzt mal bitte alles für null und nichtig erklären? Darf ich dich dazu einladen? Wie wäre es, wenn du das jetzt mit einer Entscheidung hinkriegst? Und dann atme mal ein und aus und komm mal ganz bei dir an und nochmal alle Barrieren, die bis eben nochmal hochgefahren waren, senk sie mal wieder ab. Alle Mauern, alle unsichtbaren energetischen Mauern, senk sie mal nochmal ab. Dehn dich mal nochmal aus in dein unendlich großes, wahres Wesen, in das Energiewesen, das du tatsächlich bist. Denn Wahrheit, dieses Energiewesen, das du tatsächlich bist, Ariana, Sandra, Melanie, wem habe ich hier noch gesehen? Die Sonja habe ich hier noch gesehen im Kommentarfeld. Und alle anderen, die hier zuschauen, die anonym dabei sind, die ich vom Namen hier nicht sehe. Dein unendlich großes Wesen, das Energiewesen, das du tatsächlich bist, das käme gar nicht auf die Idee, sich so klein zu halten, sich so in der Box gefangen zu halten, hier weiter drin zu bleiben. Das will da raus. Das sind alles die Dinge, die unser süßer Kopf uns erzählt an Geschichten, an Schlussfolgerungen, dass jetzt etwas nicht geht, weil. Nächste Einladung an dich. Ich würde dich gerne dazu einladen, dich auf den Weg zu begeben, Fragen zu stellen. Wie kann etwas möglich sein? Was ist, wenn es doch möglich wäre? Was ist, wenn es ganz leicht möglich wäre? Was ist, wenn es ganz leicht wäre, aufs Gaspedal mal zu drücken und loszufahren? Statt zu denken und zu zögern, oh, das ist jetzt aber ganz schön schwer, da jetzt durchzugehen. Das sind alles interessante Ansichten, wo unser Kopf uns Dinge, Geschichten erzählt und wir es uns so ausreden, im wahrsten Sinne des Wortes. Unser wahrhaftig traumhaftes, freies Leben reden wir uns im wahrsten Sinne des Wortes aus. Und meine Liebe, alles, was wir uns ausreden, auch das können wir wandeln, können wir uns auch einreden. Wir können uns auch einreden, es ist ganz leicht, jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Mir im ersten Schritt darüber klar zu werden, wie will ich es wirklich haben. Im zweiten Schritt mich zu fragen, welchen nächsten Schritt kann ich dafür heute tun? Was ist heute der nächste Schritt dazu? Und die Dinge, die du verwirklichen willst, schau mal. Ich bin fest davon überzeugt, du bist hierher gekommen mit einer ganz eigenen Botschaft, die du in dir trägst. Du wolltest hier etwas hinterlassen auf dieser Welt. Du wolltest deine Mission, deine Botschaft mit der Welt hier teilen, was auch immer es ist.
Dein Seelenplan ist eine Kombination aus deinem bisherigen Leben, deinen bisherigen Lebenserfahrungen und den Themen, die du dir einfach auch noch zusätzlich vorgenommen hast, hier mit der Welt zu teilen, deine Botschaft. Das ist zusammengefasst gesagt das, warum du hier bist, deine Mission. Und wie wäre es, wenn du dir jetzt erlaubst, dich dem Gedanken zu öffnen, dass alles, was du brauchst, tatsächlich in dir verborgen ist? Dass du jetzt heute am 1. August die Entscheidung triffst, dich dem zu öffnen, das ans Tageslicht zu bringen, deine eigene Kraftquelle selbst. Ich habe früher mein Unternehmen mal gestartet mit dem Namen mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst, weil für mich in jedem, auch in dir, schlummert eine unendliche Kraftquelle selbst, die entdeckt werden möchte, die sich entfalten möchte, die ans Licht möchte, die fließen möchte. Und darum geht es, dass du dir dessen bewusst wirst und aus diesem Bewusstwerden, daraus kannst du dann jegliche Kraft und Energie auch schöpfen, die Tür aufzumachen und deine Komfortzone zu verlassen. Was daran so, ja, wie soll ich sagen, sich ungewohnt anfühlt. Und da ist ganz wichtig, das zu wissen. Das fühlt sich ungewohnt an, die Komfortzone zu verlassen. Das ist, du trittst ja Neuland. Da hat unser Gehirn keine Referenzpunkte, wo es anknüpfen kann. Das ist Neuland. Das stammt noch aus Zeiten, wo wir als Jäger und Sammler unterwegs waren. Deshalb ist es wichtig für dich zu wissen, dass sich das für einen Moment ungewohnt, vielleicht auch unangenehm anfühlt, die Komfortzone zu verlassen, auch zu erkennen, okay, in die Richtung geht's, weil einfach unser Gehirn da keine Referenzpunkte hat. Und das verwechseln viele, dass sie sagen, okay, das fühlt sich jetzt für mich nicht gut an, ah, da habe ich so ein komisches Bauchgefühl dabei. Nee, wenn das wirklich meins wäre, dann wird es ja jetzt ganz easy und leicht gehen. Und schwupp, ist die Tür wieder zu und wir sind wieder in unserer Komfortzone drin. Denn auch für mich, als ich immer mehr dabei war, meine Lebensaufgabe zu entdecken, meinen Seelenplan zu entdecken und dafür zu gehen, also die Bühne meines Lebens tatsächlich einzunehmen und Frauen wie dich dabei zu begleiten, da abzuholen, wo sie jetzt gerade stehen und sie zu begleiten in ihr tatsächlich freies Leben. Also rauszuholen aus diesem Sankt Nimmerleinsland oder auf dem See mit dem Boot, wo man rumschippert und da einen Kurs besucht und da mal was guckt und da mal eine Inspiration und da mal ein Buch liest, sondern tatsächlich dich an die Hand zu nehmen, das Navigationssystem anzuschalten, um von A nach B ans rettende Ufer zu kommen. Das hat sich für mich auch so ein bisschen, ja, fast schon größenwahnsinnig angehört, weil ich gedacht habe, echt jetzt, das soll meine Aufgabe sein? Und dazu musste ich natürlich vorgehen. Und das war auch mit Ängsten verbunden und einem komischen Gefühl, auf der Bühne des Lebens dazustehen und die eigene Botschaft zu verbreiten, sich zu zeigen da draußen. Bei mir fing es noch damit an, dass ich eine Internetseite überhaupt mal gemacht hatte. Ich erwähne das jetzt nur, weil das meine Anfänge waren vor 16 Jahren. Wenn du selbstständig schon unterwegs bist oder dich mit dem Gedanken trägst oder vielleicht gerade in der Richtung, keine Ahnung, was angefangen hast, vergiss bitte Webseiten, Visitenkarten und Flyer oder irgendwelche Praxisräume jetzt erstmal einrichten zu müssen und. Vergiss das alles. Das geht heute auf einem ganz anderen Weg, dass du die Menschen erreichst, die zu dir passen. Das ist das goldene Zeitalter, in dem wir jetzt hier angekommen sind. Verschwende bitte, wenn ich dich dazu einlade, keinerlei Zeit, geschweige denn
Verlier Geld, indem du Webseiten machst, Flyer gestaltest oder Logos erstellst. Ach Gott, was habe ich mich früher damit beschäftigt, ein Logo zu erstellen? Braucht keiner, interessiert auch keinen mehr inzwischen. Ja, meine Webseite, die es gibt, die gibt es nur, weil es vor 16 Jahren meine Anfänge waren. Das brauchst du heute alles nicht. So, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ich lese jetzt hier einen ganz tollen Kommentar. Die Sandra schreibt: Oh, ich danke dir für diese tollen, wirklich wahren Worte. Ich erkenne mich so sehr in all dem, was du gerade sagst. Ja, danke, Sandra. Danke. So, beim Verlassen der Komfortzone waren wir. Was wollte ich dazu dir noch mit auf den Weg geben? Wir haben ein Leistungsbewusstsein entwickelt statt ein Selbstbewusstsein. Wenn ich was habe, dann bin ich. Wenn ich nichts habe, bin ich nichts. Dabei war ich stehen geblieben. Du trägst alles, alles in dir, was es braucht, dir ein wirklich freies, glückliches Leben zu gestalten. Und da ist der erste Schritt, dass du dir mal drüber im Klaren wirst wieder. Wenn alles für dich möglich wäre, das ist so ein Schlüsselsatz, wenn du damit beginnst, dann hilft das dir mehr, wieder an deine kühnsten Träume ranzukommen. Wie würdest du wirklich gerne leben? Und bitte, bitte, ich möchte dich dazu einladen. Hör auf, dir Dinge wieder auszureden. Hör auf, klein zu spielen. Auch das sind alles interessante Ansichten. Klein zu spielen, dahingehend, dich mit weniger zufrieden zu geben. Was nicht heißt, dass du nicht dankbar sein darfst und auch solltest für die Dinge, die du hast. Gibt so ein schönes Sprichwort: Sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Das können wir auch von der Natur, das ist eines der Naturgesetze, das können wir auch aus der Natur entnehmen. Guck mal, ein Baum, wenn ich hier rausschaue, die Bäume, die ich da vorm Haus sehe. Da kommt kein Baum auf die Idee zu denken, jetzt bin ich so groß, habe so eine prächtige Krone, jetzt ist aber mal gut, jetzt reicht's aber mal. Der Baum wächst einfach. Der wird einfach noch größer, noch prächtiger, noch schöner, mit einer noch fantastischeren Krone. Und sobald er aufhört zu wachsen, ist er tot. Und das ist etwas, was die Masse der Menschen macht, aber dazu gehörst du nicht. Ich würde dich noch mal gerne dazu einladen, dir bewusst zu werden, dass du zu den 10% der Menschen gehörst, die mehr aus dem Leben machen möchten. Und da ist auch nichts falsch und nichts richtig dran, wenn die Masse sich mit dem zufrieden gibt, was einfach ist. Nur du möchtest das ja nicht. Du willst ja mehr aus deinem Leben machen. Du spürst doch Wahrheit, dass in dir viel, viel mehr Potenzial schlummert als das, was du bis eben lebst. Du spürst doch instinktiv, dass da eine Mission in dir verborgen ist, die gelebt werden möchte. Du spürst doch instinktiv, auch wenn du nicht genau weißt, was es ist, dass dieser Bereich hier auf dich wartet, wenn du dir denn erlaubst, diese Tür da aufzumachen und da rauszugehen. Das spürst du instinktiv, sonst würdest du meinen Worten hier jetzt nicht lauschen. Warum sage ich das so mit Gewissheit? Das würde erst gar nicht auf Resonanz in dir stoßen. Und alles, was in dir auf Resonanz stößt, betrifft dich ja auf gewisse Art und Weise. Und das darf ich dir zu deiner Rückenstärkung heute. Wenn du nichts hier mitnimmst, dann nimm das bitte mit. Dass viel, viel mehr in dir verborgen ist, als was du dir bis eben eingestehst. Und auch, dass nach oben keine Grenzen sind. Das können wir der Natur entnehmen. Die Natur kennt keine Begrenzungen. Die Natur wertet und urteilt auch nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in der Tierwelt so ist, dass die Tiere be- und verurteilen. Weder sich selbst, noch wenn, keine Ahnung, hier gibt es so viele freilaufenden Katzen, wenn die Katzen sich gegenseitig begegnen und kann ich mir nicht vorstellen, dass eine die andere wertet. Wie sieht denn dein Fell aus? Was hast denn du für Farben in deinem Fell? Oder keine Ahnung was. Oder dass die Natur Bäume, die
kommunizieren sicherlich auf eine gewisse Art und Weise miteinander. Nur in meiner Welt kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich be- und verurteilen, geschweige denn den anderen noch sich selbst. Und das ist im Übrigen auch etwas, was wir als Kinder nicht hatten. Nimm mal zwei Kleinkinder, zwei einjährige Kinder, die sich gegenüber hocken und spielen. Die schauen sich einfach nur voller Neugierde an. Das haben wir alle mal gemacht. Wir kommen nicht auf die Idee zu be- und verurteilen, ob jetzt diejenige eine grüne Pempi anhat oder eine blaue Pempi oder ein blaues T-Shirt oder ein grüner Overall, einen gelben Hut anhat oder gar keinen Hut. Selbst wenn das Gegenüber nackt rumläuft, sind wir auch nicht auf die Idee gekommen, etwas zu be- und verurteilen. Das sind alles Dinge, die wir im Laufe der Jahre aufgenommen haben und inzwischen so für wahr halten, dass wir glauben, es geht gar nichts mehr anderes. Verstehe mich nicht falsch, ich möchte dich nicht dazu einladen, jetzt nackt durch die Gegend zu laufen. Du weißt, was ich meine. Ich meine die Dinge, die sich dahinter verbergen. Wo wir so sehr Dinge im Außen, aber auch uns selbst beurteilen und verurteilen. Und mit jeder Be- und Verurteilung machen wir immer Deckel zu und geben dem Universum keine Chance, uns die Möglichkeiten, die vielen Türen, die da sind, jetzt hole ich nochmal meine tolle Zeichnung hier, die Tür zu öffnen und in dieses universelle Feld, in dein universelles Feld einzutauchen. Weil du kannst dir das so vorstellen, da gibt es sowas, ich nenne das immer gerne Universumskellnerin. Jetzt kommen wir nochmal zum Mut und zum Selbstbewusstsein. Mit unseren Gedanken erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit, nichts und niemand anderes. Und eines der uralten Naturgesetze heißt, nach deinem Glauben wird dir geschehen. Und du kannst dir das so vorstellen, je nachdem, vielleicht willst du erst seit dieser besonderen Zeitqualität, die wir haben, vielleicht ziehen sich aber auch Dinge schon gefühlt dein ganzes Leben durch dein Leben, wo du sagst, das will ich eigentlich nicht mehr, ich will da eigentlich raus, ich will raus aus diesem Mangel, ich will hier ausbrechen, ich will frei leben, ich will aufhören, mir den Tag von anderen vorschreiben zu lassen. Ich will aufhören, auch mir von anderen vorschreiben zu lassen, wie viel Geld ich jeden Monat habe. Ich will da total frei und selbstbestimmt leben und mir auch keine Gedanken mehr um sowas machen müssen, sondern ich möchte einfach, dass auch die Geldenergie einfach da ist. So wie ich sie brauche, so wie die Luft zum Atmen ja auch einfach da ist. Machen wir uns auch keine Gedanken drum. Jetzt kommen wir nochmal zur Universumskellnerin. Wenn du in ein Restaurant gehst, ich gebe dir ein metaphorisches Beispiel. Du gehst in ein Restaurant und da steht die Kellnerin und du bestellst bei der ein Tiramisu und dann sagst du im gleichen Atemzug, ah, vielleicht hätte ich aber doch lieber gerne ein Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Oder doch lieber das Tiramisu. Ah nee, ich weiß nicht, vielleicht wäre es ja auch ein Karamellpudding. Oder vielleicht dann doch das Tiramisu. Oder das Himbeereis, Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Was macht die Universumskellnerin, die Kellnerin tatsächlich da? Die steht da und kann in der Küche keine Bestellung abgeben, weil du dich ja nicht entscheidest, was du genau haben möchtest. So, und jetzt Wahrheit. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen wehtut, aber mal Wahrheit. Mit was beschäftigst du dich überwiegend den ganzen Tag? Weil das sind so Dinge, wenn bei mir Sachen im Leben nicht funktionieren oder nicht so funktioniert haben und ich war ehrlich zu mir selbst, habe radikal ehrlich hingeschaut, finde den Fehler, dieses Spielchen gespielt habe, bin ich mir selbst immer auf die Schliche gekommen. Ich habe mich überwiegend mit Mangelgedanken beschäftigt, ich habe mich überwiegend denken lassen, und zwar dahingehend denken lassen, mich mit Dingen beschäftigt, die mich nicht dorthin gebracht haben, wo ich eigentlich hin wollte. So, und jetzt sei du mal ehrlich zu dir selbst. Wie viel Prozent, wenn wir jetzt 100% an einem Tag haben, wie sehr beschäftigst du dich mit den Dingen, wo du hin möchtest? Und wie viel beschäftigst du dich gedanklich mit den Dingen, die nicht so laufen, wie du es gerne hättest?
Stellst vielleicht sogar unbewusst noch die Frage, warum ist das so, warum ist das so, warum komme ich nicht weiter? Warum, warum, warum? Das sind die schlechtesten Fragen, die wir stellen können. Und dann steht die Universumskellnerin da und macht auch, hat ihren Bestellzettel hier. Okay, jetzt beschäftigt sie sich wieder mit Geldmangel. Jetzt beschäftigt sie sich mit einem gesundheitlichen Mangel. Jetzt beschäftigt sie sich wieder mit der Situation, die auch nicht so ist, wie sie es gerne hätte. Jetzt beschäftigt sie sich wieder mit gesundheitlichen Problemen. Jetzt beschäftigt sie sich mit Streitereien oder was auch immer. Okay. Und dann steht die Universumskellnerin abends da und macht so eine Strichliste. Und die Dinge, worüber du dir am meisten Gedanken gemacht hast, das liefert die Universumskellnerin dir. Das gibt sie in der Universumsküche ab, um es dir in einem metaphorischen Bild weiterzugeben. Und davon produzierst du mehr. Das ist das Ding, was du switchen darfst. Dich in erster Linie mit den Dingen zum größten Teil zu beschäftigen, wenigstens zu 70%, 80%, wie du es gerne hättest. Mit dem Traumauto, das du gerne fahren möchtest, mit dem Traumhaus, das du gerne, wo du gerne leben möchtest, mit dem Traumpartner, mit der Traumfamilie, wie du es gerne hättest, in dem Land, wo du wirklich gerne leben möchtest, oder wenn du auf der Welt unterwegs sein möchtest. Ich sage immer, die Welt ist mein Zuhause. Da, wo ich bin, bin ich zu Hause. Egal, ob ich jetzt gerade hier auf Zypern bin oder ob ich auf die Idee komme, mich ein paar Wochen in Deutschland aufzuhalten, da, wo ich bin, bin ich zu Hause. Auf der Welt. So, und das nimmt die Universumskellnerin halt auch entgegen und liefert es dir. Und das ist der Grund, woran so viele oder warum so viele auch nicht weiterkommen, warum so viele feststecken und ihre Träume nie erreichen, weil sie sich überwiegend mit den Dingen beschäftigen, die sie nicht haben wollen und das Universum nun mal einfach alles liefert, was wir bestellen, worauf wir unsere Energie geben, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Jetzt hier an dem Beispiel, metaphorisches Beispiel, Universumskellnerin. Das ist das Ding, was auch mal anstrengend ist, immer und immer wieder die Gedanken zu beobachten, diese unzählige Zahl, die wir ja eigentlich gar nicht alle beobachten können. Es gibt ja so wissenschaftliche, keine Ahnung, Berechnungen, dass wir etwa 60.000 Gedanken jeden Tag denken. Und der Großteil von diesen Gedanken ist einfach destruktiv, bringt uns nicht dorthin, wo wir eigentlich hinwollen. Und darum geht es, dass du jetzt beginnst, stabil in die Richtung zu denken, wo du tatsächlich hin willst, damit das Universum dir das auch liefern kann. Dann können wundersame Dinge geschehen. Dann können die Wunder in dein Leben kommen, was wir einfach als Wunder geschehen, was aber eigentlich keine Wunder sind, sondern nach dem Gesetz der Anziehung hast du es in dein Leben gezogen. Und das ist das Ding, woran die meisten einfach scheitern. Weil das ja, das ist zunächst auch mal anstrengend, sich anzugewöhnen, immer und immer wieder die Gedanken zu beobachten und stabil das zu denken, wo man hin möchte. Und dann haben wir Menschen, die so zu den 10%, wie ja, du ja auch gehören, die mehr aus dem Leben machen möchten, auch noch so nach 2, 3 Tagen, wenn wir es dann mal ein bisschen stabiler angegangen sind, noch so eine Ader in uns, wo wir uns dann be- und verurteilen und sagen, jetzt habe ich das schon 3 Tage gemacht, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, es funktioniert bei mir nicht, das ist mir jetzt alles viel zu anstrengend. Und schon ziehen wir uns wieder ins Schneckenhaus zurück und drehen uns wieder im Kreis, bis das Fass wieder überläuft, bis wir dann wieder irgendwo Hilfestellung suchen. Und mal wieder da einen Aspekt uns holen und da mal wieder einen Lichtblick, aber letzten Endes dann doch auf dem See rumschippern und hier gucken und da gucken und da gucken. Statt ein einziges Mal wirklich die Tür aufzumachen und sich in dieses Feld hier zu begeben. Und ich sage dir ganz ehrlich, wie ich das geschafft habe, mutig meinen Weg zu gehen, die Tür da aufzumachen, da reinzugehen. Das ist etwas, was in unserem Erwachsenen-Dasein noch so wenig präsent ist. Wir haben uns als Kinder ganz natürlicherweise an die Hand nehmen lassen,
als wir angefangen haben, laufen zu lernen, von Menschen, die laufen konnten. Die haben uns an die Hand genommen, haben uns gezeigt, wie das geht. Mama, Papa, Oma, Opa, das Umfeld. Als wir dann später die Idee hatten, dass wir gerne selbst einen Führerschein haben wollten, um frei uns bewegen zu können mit dem Auto, sind wir in die Fahrschule gegangen und haben uns zeigen lassen, wie man Auto fährt. Wenn ich jetzt einen Bootsführerschein machen möchte, muss ich zu jemandem gehen, der mir zeigt, wie ich so ein Motorboot fahre und steuere. Nur wie das eigene Leben funktioniert, wie ich stabil in die Richtung denke, wie ich da tatsächlich rauskomme, das hat man uns nirgendwo beigebracht. Und dann versuchen wir es alleine hinzubekommen und sind es uns selbst nicht wert, tatsächlich uns jemand an die Seite zu nehmen, der dort ist, wo man hin möchte, der einem den schnellsten Weg da zeigen kann. Als ich das verstanden hatte, das war der größte Gamechanger in meinem Leben. In mich zu investieren, mich von Menschen an die Hand nehmen zu lassen, die mir den Weg dahin gezeigt haben. Das war letzten Endes die beste Entscheidung, die ich mal treffen konnte, aber auch die schwierigste. Warum die schwierigste? Weil ich ganz viele Geldglaubenssätze in mir hatte und auch immer dem Geld hinterhergelaufen bin und auch trotz gutem Verdienst im öffentlichen Dienst nie wirklich Geld hatte, geschweige denn, dass ich Geld übrig gehabt hätte. Und dann in mich zu investieren auch noch, sprich auch mir das Geld noch zu besorgen, um in mich zu investieren, weil ich auch kein Verständnis dafür hatte, was ein Investment ist. Ein Investment ist immer etwas, was du zehnfach, hundertfach, tausendfach zurückbekommst. Und das ist etwas, was ich dir auch wirklich wärmstens ans Herz lege. Begib dich in das Energiefeld von Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest, und lass dir von denen den Weg zeigen. Noch zum Verdeutlichen, mal angenommen, du bist Raucherin und du bist in einem Umfeld, wo alle rauchen. Und du möchtest jetzt aufhören zu rauchen. Wann fällt es dir leichter aufzuhören zu rauchen? Wenn du in diesem Umfeld drin bleibst oder wenn du dich mehr in ein Umfeld begibst, wo niemand raucht? Letzteres wahrscheinlich. Und so ist das auch. Und das Ding ist nur, je länger wir versuchen, es selbst immer hinzubekommen, stabil in die Richtung zu denken, ohne dass uns niemand zur Seite steht und immer mal wieder drauf hinschubst und drauf aufmerksam macht, hey, jetzt korrigier mal noch mal deinen Weg. Wo sind gerade deine Gedanken? Was bist du denn gerade schon wieder dabei, dir schön zu reden oder auszureden? Und. Das Ding ist nur, dass da ganz, ganz viel wertvolle Lebenszeit ins Land zieht. Wenn ich zurückdenke, als ich vor knapp 20 Jahren zum ersten Mal mit diesen Naturgesetzen in Kontakt kam und um diese Dinge erfahren habe, dass wir alle uns selbst unsere Lebenswirklichkeit erschaffen, hätte ich das vor 20 Jahren schon so umgesetzt, wie ich dann später angefangen habe, es umzusetzen. Hätte ich mir viel, viel erspart, aber okay, bei mir war es halt so, muss aber bei dir auch nicht auch so sein. Deshalb triff heute eine Entscheidung. Der Maserati, der Bugatti, der Ferrari, wie auch immer du den Wagen bezeichnen möchtest, in dem du nun mal drin sitzt, aufs Gaspedal zu treten, den Motor vorher anzumachen, dein Navigationssystem anzuschalten, dir ganz klar darüber zu werden, wenn alles möglich wäre, wie hätte ich es gerne? Wie will ich tatsächlich leben? Wo will ich leben? Mit welcher Familie will ich leben? Was will ich tagsüber machen? Will ich tatsächlich jetzt auch meinen Seelenplan entdecken, meine Lebensaufgabe entdecken, meine Mission mit der Welt da draußen teilen? Dass ich morgens voller Freude wieder aus dem Bett hüpfe, dass ich abends mit einem Lächeln im Gesicht wieder zu Bett gehe und entsprechend auch in einen viel erholsameren Schlaf finde. Und dass meine Seele keinen Grund mehr hat, mir über den Körper auch Disharmonien in Form von Krankheitssymptomen zu schicken. Wie hättest du es wirklich gerne? Und beginne dann heute, neuer Monat, dich auf den Weg deines Herzens zu begeben. Geh einfach los. Verabschiede dich, dazu würde ich dich jetzt auch noch einladen, von jeglicher Armut im Sinne von arm an Mut zu sein
Wie machst du das? Indem du tatsächlich eine Entscheidung triffst. Ich gehe jetzt für mich. Diese Entscheidung, die kann dir niemand abnehmen. Die konnte auch mir niemand abnehmen, tatsächlich loszugehen. Und erinnere dich immer wieder daran, wenn wieder Zweifel aufkommen, dass wir alle aus der gleichen Quelle kommen und dass dieses universelle Feld, das nennst dein Traumleben, dein freies Leben, wie auch immer du es haben möchtest, dass nirgendwo geschrieben steht, dass du da nicht rein kannst. Es sei denn, du erzählst dir die Geschichte und redest dir dein freies, selbstbestimmtes Leben wieder aus. Und noch etwas fällt mir ein. Es geht ja auch darum, den Weg deines Herzens zu gehen. Dein Herz hat eine viel, viel größere Intelligenz, als der Kopf überhaupt haben kann. Gibt es auch belegbare Zahlen zu. Die habe ich jetzt nur nicht auf dem Schirm. Ich bin kein Zahlenmensch in der Richtung. Und dein Herz, das war schon da, bevor der Kopf, der Denker überhaupt einsetzen konnte. Das Ego, der Verstand, der Denker ist erst dazugekommen, als wir tatsächlich hier das Licht dieser Welt erblickten. Das Herz fing aber schon an zu schlagen mit der ersten Zellteilung. Unser Bauchgehirn, unsere Wahrnehmung, die ist viel, viel intelligenter als der Verstand, unser Denker es jemals sein kann, weil der knüpft immer nur an Resultate von gestern an oder an ungelegte Eier von morgen, wo er spazieren geht, gedanklich. Dein Bauchgehirn, dein Herz, diese Intelligenz, diese Instanz in dir, die ist viel größer und weiser als das, vielleicht darf ich dich dazu auch noch einladen, wie du es dir bis eben eingestanden hast. Und da ist es wichtig zu wissen, die ersten Impulse, die kommen immer aus deinem Herzen, die kommen immer aus deinem Bauch. Die kommen nie aus dem Verstand, was Sekunden später eintrifft. Wo schon wieder so Zweifel mit behaftet sind, ist es das wirklich, soll ich nicht? Das sind alles schon wieder Dinge, die aus dem Kopf kommen. Also, erlaube dir, auf dein Herz zu lauschen, den Weg deines Herzens jetzt zu gehen. Und wenn da jetzt noch solche Wenns und Aber sind, bei mir ist das ja so oder bei mir ist das so, dann hörst du jetzt wahrscheinlich auch zum ersten Mal von mir, dass du die Möglichkeit hast, dir ein kostenfreies Erstgespräch zu buchen, wo wir tatsächlich hinschauen, was sind genau die Dinge auf dich abgestimmt, die dir bis eben vielleicht noch gar nicht so bewusst sind, wo du dir vielleicht noch Dinge ausgeredet hast, sie dir schön geredet hast. Oder dir die Geschichte erzählt hast, das ist ja normal, das geht ja nicht anders. Also dazu dient so ein Erstgespräch, einfach tatsächlich mal hinzuschauen, wo genau stehst du jetzt und dir auch ein Beitrag zu sein, was ist tatsächlich alles für dich möglich, damit du mal, Entschuldigung, Impulse bekommst. Und mal wieder beginnst, größer zu denken und dich dem Gedanken öffnest, auch mal Dinge wieder für wahr zu halten. Dass du mal wieder beginnst, eine Vision in deinem Leben zuzulassen. Dass du mal wieder auch eine Rückenstärkung bekommst. Okay, da ist ja tatsächlich viel, viel mehr für mich möglich. Deshalb Einladung an dich. Nutz diese Möglichkeit, ein kostenfreies Erstgespräch dir zu buchen. Lass uns da gemeinsam hinschauen. Du wirst auf jeden Fall Schritte bei diesem Erstgespräch mitnehmen, die du anschließend umsetzen kannst, um zeitnah dir das Leben zu gestalten, wie du es gerne hättest. Um zeitnah deine Mission zu leben. Um zeitnah, wenn du noch nicht weißt, was deine Mission ist, was deiner Lebensaufgabe entspricht, die überhaupt zu entdecken, um alles Weitere dann oben drauf zu setzen, um das Fundament einfach mal zu setzen und das Haus da drauf zu bauen, dein Lebenshaus, so wie du es haben möchtest. Damit du irgendwann auf dein Leben zurückblickst, das war mein Motor auch, mit dem Gedanken, wow, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich habe noch mein Leben so gelebt, wie ich es tatsächlich wollte. Ich habe meine Mission, die ich mitgebracht habe, hierher
noch mit der Welt geteilt. Ich war noch der Beitrag hier auf der Welt, der ich eigentlich sein wollte. Und ich war auch für meine Familie das Vorbild, das ich eigentlich sein wollte. Das waren solche Dinge, die in mir, in meinem früheren Leben so aufgeploppt sind, wo ich dachte, wenn ich so weitermache wie bisher, hinterlasse ich weder die Botschaft, die ich mit der Welt teilen möchte, noch hinterlasse ich meiner Familie, meinen Kindern das Vorbild, das ich eigentlich sein wollte, nämlich dass es darum geht, in diesem Leben wirklich seinem Herzen zu folgen und sich ein freies, selbstbestimmtes Leben zu gestalten, wie es zu einem passt. Das muss nicht für jeden mit Auswandern oder so zu tun haben. Finde du deine Wahrheit in dir selbst, aber geh dafür. Geh dafür. Und das sind die Dinge, die wir im kostenfreien Erstgespräch einfach mal durchleuchten, wo du genaue Schritte auch anhand bekommst, die du dann anschließend umsetzen kannst, damit du da rascher ankommst und nicht so wie ich so viel wertvolle Lebenszeit einfach verlierst, sondern dass das viel früher auch für dich möglich ist. Und dennoch, keine Geschichte erzählen, ich bin jetzt schon 60 oder ich bin jetzt schon 63, jetzt ist es zu spät. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Immer, immer jetzt. Okay? Ihr Lieben, danke für dein Dabeisein, Sonntagmorgen und diese Zeit. Anerkenne dich für deine Großartigkeit und ja, geh deinen Weg. Bring deine Botschaft in die Welt da draußen, teils mit der Welt da draußen. Und lass uns gerne auch mal näher hinschauen, wenn du das möchtest, wenn du rascher da ankommen möchtest. Der Link, der dürfte im Kommentarfeld irgendwo stehen. Ich poste ihn auch über das Video nochmal rein. Und dann, ja, such deinen freien Termin aus. In diesem Sinne, sonnig heiße Grüße nach Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer du zuschaust. Ganz liebe Umarmung. Ich freue mich auf die persönliche Begegnung mit dir. Bis dahin. Ciao, ciao.